So, meine Freunde, willkommen zur zweiten Special-Ausgabe von Yuka und Lele. Und diesmal werden wir uns um die Schneewelt kümmern. Wir sammeln jetzt alles ein, was wir mit den neuen Fähigkeiten können. Das sind noch nicht die 100%, bei weitem nicht. Werdet ihr auch in den ersten Folgen zum Special zu den Stammdoktoren gesehen haben. Wir machen nur, was wir jetzt noch kennen und eventuell die Sammelgegenstände suchen. So, dass wir es dann für den Boss leichter haben. Kommt aber trotz allem, für alle, die die erste Special nie gesehen haben, kommt trotzdem nach dem Bosskampf in der Reihenfolge. Sind wir ja im Bosskampf dann. Hier fehlt uns nämlich noch der eine Rote. An den kann ich mich erinnern. Dann fehlen hier die Schneemänner. Also weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt Lust habe, die zu machen. Weil die sind ja echt nervig. Ja, geh weg. Ich geh mal lieber hier lang. Wir wollen nämlich gleich noch gucken, ob wir was sehen. Was wir jetzt machen können, was wir vorher nicht konnten. Außer ins Wasser fallen. Ja, komm mal ab. So, was fällt uns denn ein? Hier haben wir so ein bisschen Schnee. Ja, können jetzt glücklicherweise fliegen. Heißt, wir kommen auch ganz easy hier rüber. Uns fehlt hier aber auch... Nein, kein Sammelgegenstand. Da haben wir alle. Bis auf den einen Ghostwriter. Und der zweite Eispalast. Der unter Wasser, der fehlt uns auch noch. Ach, komm schon. Ah, ich hasse diese Augen. Die sind so sinnlos. Ach, dann hat er ja noch Hunger, ne? Jetzt hat er noch Hunger. Und was zu essen bekommt er von... Ja, alles Schwein. Wo haben wir denn was zu essen? Ach, die Kanonenkugeln haben wir doch hier drüben, ne? Ich glaube, hier müssten die sein. Bei den Kollegen hier. Tschüssi. So, so. Und jetzt ist das fliegen können ganz easy. Ja, war fix rübergeflogen. Kollegen gefüttert. So, haben wir das auch schon. Dann wäre das nächste auf jeden Fall hier unten. Aber sehe ich so noch was? Ja, oben im Schloss sind wir auch noch. Dann machen wir zuerst. Das machen wir zuerst. Oben im Schloss, da fehlt uns ja auch noch was. Und zwar, da wir uns schon mal vorbeigeglitscht haben an der Kamera. Da kommen wir jetzt so vorbei. Was sehen meine Augen da? Okay, dann wollen wir das nicht vergessen. Erstmal darüber. Ich würde behaupten, hier muss man einfach fliegen können. Den kriegt man wahrscheinlich erst, wenn man fliegen kann. Ja, wenn man fliegen kann. Ach Mann. Dass ich die aber auch immer wieder vergesse, wie die funktionieren, die Attacken. Jetzt trifft uns der Wind nicht. Aber es sieht aus, als wäre es machbar. So, geht gleich nach unten. Auf diese lustige Plattform. Da gibt es auch noch mal ein paar neue Schmetterlinge. So, und dann weiter geflogen. Da müssen wir hier kurz unten lang. Weiter fliegen.
geht ab, Peter. Uah. Ganz schön lang diesmal. Meine Güte. Ja, da waren die Augen unten, aber das ist noch nicht gekommen. Hier gibt es ein paar neue Schmetterlinge, die würde ich mal mitnehmen, obwohl wir fast da sind scheinbar. Ja, guck mal, das sah gut aus. Jemand, das ist der letzte. Jawohl. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Habe ich jetzt gerade einfach so gesehen. Und Dankeschön. Gut, rüber zum Schloss. Wir gehen mal hier hoch. Wir gehen mal. Wir können ja nicht hoch. Schade. Ja. Ich dachte, da oben wäre vielleicht was versteckt. So. Jetzt natürlich die Frage, wo ist der Weg zur Kamera, ne? Isometrischer Palast. Ja. Ich glaube hier lang, oder? Stimmt. 100% völlig falsch. Gehen wir mal hier. Diese blöden Augen, ey. Das ist definitiv der nervigste Gegner in dem ganzen Spiel. Nö. Hätte einfach fliegen können, aber ist egal. Der war ja auch nur der mit die Blubberblasen. Ach, verdammt. Wir müssen das Tonikum mal wechseln bei Gelegenheit. Nee, hier haben wir schon alles. Hier war bloß das Rätsel. Also das Quiz. Schnell Schluck getrunken. Ja, nee, hier war sonst. Halt, Moment. Ich hab grad was gesehen. Wenn ich mir nicht sicher wird, dass ich das schon mal so realisiert habe. Ach, bei ihm haben wir die Aufgabe ausgelöst. Ja, doch. Okay. Dann haben wir das schon. Und wir schauen mal hier. Ich will mich nicht wegpusten. Ich weiß bei den Blubberblasen. Das ist, glaube bei dem anderen Palast. Aber ich habe noch keine Idee wie. Genau wie wir das hier haben. Ach, wir können jetzt hier hoch. Aber das hilft uns ja nicht wirklich, oder? Nee, hier können wir auch einen Laserstrahl lenken. Okay, wir gucken mal weiter. Wie geht das denn? Ich glaube, hier sind wir auch falsch. Wir können hier abkürzen. Da ist jetzt das Tor unten offen. Weiß ich noch. Was ist der Weg, den wir gehen müssen? Bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, hier. Muss ich mit dem Ding bis zurück? Mit dem Feuer? Kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist so weit weg. Ah, wir sind auf jeden Fall richtig. Hihi, hallo Kamera. So. Auf jeden Fall können wir das hier lösen. Das steht schon mal fest. Oh nein. Schlaues Buch. Es ist zwar schön, dass das Buch schlau ist, aber man müsste auch wissen, wo es liegt. Ne? Es ist hier irgendwo hier. Also es, komm her, schlaues Buch. Ich weiß, dass ich mir das aufgeschrieben habe, oder? Nur die Frage, ist das auf einen Zettel geschrieben oder ein Schlaubuch? Ja, hört auf ihr zwei. Zettel.
Was anderes? Wo habe ich denn das hingeschrieben? Mir das doch aufgeschrieben, oder nicht? Verdammt! Hier steht's doch! Da steht's doch! Ah, ja, ja, ich bin auch doof. Ah, oder? Hier ein Stift wieder reinklemmen? Ich hab uns gerade überlegt, was das heißt. RRG. Ja, das heißt rechts, rechts, geradeaus. Aber, ja genau, das müsste rechts sein. Dann gehen wir nochmal rechts. Dann geradeaus. Hey, hallo. Hey, hallo. Dann links und dann entweder rechts oder geradeaus. Da habe ich ein Fragezeichen. Wenn wir es jetzt gleich wissen, können wir es hinschreiben. Ich probiere mal rechts. Und rechts war falsch. Das heißt, Moment, hier ist erst mein Stift, den ich gerade weggepackt habe. Das heißt, wir müssen geradeaus. Gleich mal. So. Zack. Okay. Dann rechts. Warum habe ich das nicht ins Buch geschrieben? Leute, warum? Könnt ihr mir das bitte verraten? Mach mal rechts geradeaus, links und geradeaus. Okay, das dritte war geradeaus. Hallo. Dann einmal links und nochmal geradeaus. Und dann sind wir doch schon da. Bin ich jetzt links gegangen? Nee, jetzt muss ich links und dann nochmal geradeaus. Die 5 ist geradeaus. Dann bin ich wieder durcheinander. Nein, bin ich nicht. Sehr schön. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Oh, hier war das für ein Sprung, mein Freund. Na gut. So, dann haben wir auf jeden Fall das. Ah, sind hier wieder Augen? Oh ne. Ach schon, niemand mag Augen. So. Jetzt nur den blöden Block da hinschieben. Ich dachte schon, ich würde bis zum was zur Fortsetzung dort feststecken. Nee, wir befreien dich schon vorher hin sogar. Danke. Aber wie funktioniert jetzt? Ich meine, das geht ja so weiter, aber ich verstehe nicht ganz. Wie wir den anderen freikriegen. Ja, komm, jetzt gehen wir mal. Aber das hatten wir das letzte Mal schon probiert. Wir haben den hier auch stehen lassen. Da war kein Lichtstrahl. Oh, verdammt. Ich frage mich, ob es hier noch ein Geheimnis gibt. Im Übrigen. Oder ob das der einzige Weg ist. Das will ich jetzt nicht unbedingt extra versuchen rauszufinden. Aber es wäre doch durchaus denkbar, dass es da noch einen zweiten Weg gibt, oder? So, den nehmen wir jetzt mal mit und beeilen uns. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir die brauchen. Zumal es halt, wie gesagt, wirklich sehr weit ist. Da sind ja sogar zwei Türen dazwischen. Und da war es auch schon weg, also das schafft man auf keinen Fall. Und jetzt sind wir hier durch die nächste Tür erst noch. Also das ist nicht das Rätsel, das ist Lösung. Aber wie geht das dann? Und was hat's hier mit auf sich? Redet der Schneemann? Nee. Das normaler Schneemann. Wie geht das? Gehen wir hier lang?
Wo ist man von hier gekommen? Das ist der einzige Weg, oder? Ja. Wie zum Teufel geht das? Hier können wir kein Licht machen. Ich verstehe es nicht. Ah, Mann, das ärgert mich jetzt. Ich meine, der ist weg von unserer Nase. Wie zum Teufel funktioniert das? Eine kaputte Platte. Nein. Wie kriegen wir den Peach wieder raus? Verstehe es wirklich nicht. Ist das auch? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man da jemand helfen, aber ich weiß es jetzt so nicht. Ich will ja auch nicht ewig rumhängen jetzt. Deswegen gehen wir mal weiter. Genau, hier ist Tonikum, wollte ich schnell wechseln. Und zwar auf die lange Zunge. Wenn wir gleich über ein paar Federn einkaufen können. Hamster müsste das sein. Sammelfeder mit Jokas Echsenpeitsche. Jawohl, danke. Ja. So, mehr gab es jetzt hier meines Wissens nach nicht. Das heißt, wir verlassen das Ganze gleich und... das war nicht der Ausgang. Wir können es kurz hier mal angucken. Ich weiß nicht mehr, was hier hinten war. Hier war hier unten das Rextro. Hier gab es auf jeden Fall nichts mehr. Das haben wir auch alles schon gemacht. Oh Mann. Na gut, da werden wir wohl in der letzten Special-Folge dann uns den holen. Denn ich habe es Special zum Stammblock-Truppen schon gesagt, bei den Stammblock-Truppen. Also beziehungsweise generell, dann werde ich vorher in die Lösung schauen und uns alle Pages sammeln. Wir werden nicht alle Federn sammeln, das ist mir ehrlich gesagt zu viel des Guten. Aber wir holen uns auf jeden Fall alle Pages. So, jetzt können wir ja laufen, ne? Das ist natürlich auch cool. Vor allem können wir die besiegen. So, wo ist denn das Schlüsselloch? Und das ist ein Eingang. Ah ne, da waren wir aber schon. Bin ich mir sicher. Wo ist denn das Schlüsselloch? Jetzt schauen wir schnell von oben. Vielleicht leichter zu erkennen, wo wir sind. Oh ne, das ist das dort, oder? Ja, klar, ist ja schon offen jetzt. Ja, ich bin doch doof. Na gut. Ich hoffe, wir müssen das jetzt nicht normal machen hier mit dem blöden steigenden Wasser. Jetzt warten wir das Wasser wieder unter. Ne, ich muss da eh hier lang, oder? Ne, ich muss doch glaube ich eh hier lang. Genau, aber ich weiß noch nicht, wie wir das hier aufkriegen. Hier ist ja keine Kamera. Hallo. Hier müsste der Tubes sein. Da ist er glaube ich Tubes. Der Weg noch offen, den ich brauche. Ja, der Stoff. Ich weiß nicht, wie irgendwie mal weiter war.
Komm, lauf schon. Genau, wie geben wir ihm denn? Sorry, Tubes kaputt, alle Blasen weg. Tubes hat Probleme mit Gas, keine Blasen mehr. Kann ich jetzt. Ah, okay. Wow, du hast Blasen gemacht. Danke, Exe, jetzt alles funktioniert. Aber Zeug hat komischen Geschmack in Tubes Mund gemacht. Was ist das für ein Baumstamm? Okay, wir haben ihn also in den Mund gefurzt. Das möchte ich hier mal ganz kurz so festhalten, ne? Dann kommen wir nicht lang. Okay, Tubes funktioniert wieder, aber wie kommen wir an der Tür vorbei? Hey! Was? Wo lebst du noch? Pausen ab. Geht mir nur ums Prinzip. Hä, wie können wir. Ich dachte, er macht uns die Tür auf oder so. Okay. Was war das denn? Okay, wie kommen wir dann jetzt hier weiter? Dann? Na komm, schwimm schneller. Nee, hier war kein Eingang, hier war bloß Hör aufgemacht. Okay, dann weiß ich ja auch schon nicht, wie es weitergeht. Hm. Okay, dann wird das mal auch in der 100% in der Pagey-Folge landen. Na gut. Hatten wir hier in dieser Welt denn noch etwas? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Wir müssen das mit die Schneemänner machen. Aber das mache ich nicht jetzt. Weil das dauert ziemlich lange. Das schneide ich dann bloß zusammen. Und auch zur Special-Folge mit dazu. Wir können mal uns ein klein wenig umgucken. Vor allem hier hinten waren wir ja noch nicht. Guck mal, da gab es eine Stelle, wo ich so gerne hin wollte. So aussah wie ein Weg hier hinten, ne? Ich glaube, das ist nichts, das ist bloß optisch, oder? Ja. Hier ist nichts. Hier gibt es nichts. Na gut. Ja, trifft doch. Da waren wir auch schon drin. Wir haben. Guck mal, jetzt können wir ja auch laufen. Aber auch gelaufen gibt's ja nicht. Boah, die Musik ist so grandios. Es passt einfach so perfekt. Ohne Witz, Leute. Die Musik, absolut erste Klasse. Ah, da können sich viele große Studios ein Beispiel dran nehmen. Wie wichtig. Na gut, das kann ja nicht wahr sein, Scheiße. Wie wichtig es einfach ist, wirklich. Die Musik stimmig zu gestalten. Gerade hier unter Wasser, die Musik gefällt mir echt extrem gut.
Nicht mehr laufen? Ich kann ja laufen. Boah, warum rollt das denn die ganze Zeit? Okay. Mal gucken, was hier oben ist. Brauchen sie ja nicht die Mühe machen, ja. Gibt's hier was bei euch? Also ein paar kaputte Gegner. Ne, da hinten war der Ghost Rider, gegen den wir gekämpft haben. Hier geht's raus. Ah, hier geht's zum Schneedorf. Müssen wir unter Wasser noch was tun? Was? Oh, verdammt! Das hat mich so gefreut, dass sie seinen eigenen Kollege getroffen hat, aber das hat mir nichts gebracht. Hm. Ich gehe mal hier unter Wasser. Ich bin mir nicht sicher, was da war. Einfach nur, weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. Hm. Nicht unsichtbar machen. Aber die Blase weg machen. Dankeschön. Ich glaube, hier war der unsichtbare Ghost weiter. Den haben wir aber schon. Und ein Schneemann. Den haben wir doch schon. Gut. Dann fällt mir jetzt so auch nichts mehr ein. Dann würde ich mich nämlich hier an dieser Stelle schon verabschieden von dem Special von der zweiten Welt. Und wir sehen uns dann beim Peachy Special wieder. Good luck, have fun, bis zur nächsten Folge.